Kapitel 10, Punkt 3. Wali. Wali ist ein Ausdruck, welchen Allah als Bezeichnung für jene verwendet, die ihm nahe sind. Es bedeutet auch so viel wie Verbündeter. Allah verwendet diesen Begriff im folgenden Vers sogar auf sich bezogen. Allah ist der Wali derjenigen, die glauben. Er führt sie aus den Finsternissen ins Licht. Surah Al-Baqarah, Vers 257. Auch verwendet er diese Bezeichnung für den Satan. Und wer sich Satan statt Allah zum Wali nimmt, der hat sicherlich einen offenkundigen Verlust erlitten. Surah An-Nisa, Vers 119. In folgendem Vers bedeutet Wali jedoch naher Verwandter oder Erbe. Und wer da ungerechterweise getötet wird, dessen Wali haben wir gewiss Ermächtigung zur Vergeltung gegeben. Doch soll er im Töten nicht maßlos sein, denn er findet unsere Hilfe. Surah Al-Isra, Vers 33. Dieses Wort steht im Koran auch für die Nähe zwischen den Menschen. Beispielsweise heißt es, die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht statt der Gläubigen zu Auliya, zu Schutzherren nehmen. Surah Ali Imran, Vers 28. Was uns am meisten interessiert, ist jedoch die Verwendung von Auliya Allah im Sinne von nahe Freunde Allahs. Im Koran spricht Allah von einigen Menschen, denen er sich selbst besonders nahe sieht. Allahs Beschreibung seiner Walis kann man in der Surah Al-Anfal finden, wo er sagt, ihre Wali sind nur diejenigen, die Taqwa besitzen. Jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Surah Al-Anfal, Vers 34. Und in Surah Yunus heißt es, wisset, dass über Allahs Auliya keine Furcht kommen wird, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die da glauben und Taqwa besitzen. Surah Yunus, Vers 62 und 63. Allah erklärt uns, dass die Kriterien für Walaya in der Bedeutung von göttlicher Freundschaft, Iman, also Glaube, und Taqwa, also Gottesfurcht sind. Alle wahren Gläubigen sind mit diesen beiden Eigenschaften ausgezeichnet. Unter den unwissenden Massen ist das Hauptkriterium für Walaya im Sinne von angeblicher Heiligkeit das Vollbringen von Wundern, die üblicherweise als Karamat bezeichnet werden, um sie von den Wundern, Mu'jizat der Propheten, zu unterscheiden. Für die meisten, die diesem Glauben anhängen, spielt es keine Rolle, wie der Glaube und die religiöse Praxis des Wundermachers aussehen. So findet man bei einigen derer, die als Heilige bezeichnet wurden, ketzerische Glaubensvorstellungen und Praktiken. Andere waren für ihr Unterlassen der religiösen Riten bekannt. Wiederum andere verhielten sich sogar unzüchtig und unmoralisch. Jedoch hat es Allah nirgendwo zur Bedingung gemacht, Wunder zu vollbringen, um sein Wali zu sein. Deshalb sind alle Gläubigen, die Iman und Taqwa haben, Walis von Allah, und er ist ihr Wali, so wie Allah selber sagt. Allah ist der Wali derjenigen, die glauben. Surah Al-Baqarah, Vers 257. Folglich ist es den Muslimen nicht gestattet, bestimmte Gläubige als Allahs Awliya zu bezeichnen und andere nicht. Ungeachtet dieser klaren islamischen Position hat sich in Sufi-Kreisen und unter den Massen, die ihnen blind folgen, eine Hierarchie von sogenannten muslimischen Heiligen herausgebildet. In einer steigenden Rangfolge sind diese die 300 Achyar, sogenannte Auserwählte,
die 40 Abdal, sogenannte Vertreter, die 7 Abrar, die sogenannten Frommen, die 4 Autat, die sogenannten Pflöcke, die 3 Nuqaba, die sogenannten Wächter, der Qutb, der sogenannte Pol, der als der größte Heilige seiner Zeit angesehen wird. An der Spitze steht der Rauch, der sogenannte Retter oder Helfer. Er ist der größte aller Heiligen, von dem man in einigen Kreisen glaubt, dass er in der Lage wäre, einen Teil der Sünden der Gläubigen auf seine Schultern zu nehmen. Der Ansicht der Mystiker zufolge sind die Heiligen der 3 obersten Stufen auf unsichtbare Art und Weise zu Zeiten des Gebetes in Mekka anwesend. Wenn der Rauf stirbt, ersetzt ihn der Qutb und es findet zugleich eine Aufwärtsbewegung für die gesamte Hierarchie hinweg statt, indem die reinste Seele jeder Stufe zur nächsten Stufe aufsteigt. Diese Mythologie wurde vom Christentum übernommen, genauso wie die Dhikr-Perlen vom christlichen Rosenkranz und Maulid von der christlichen Weihnachtsfeier übernommen wurden. Darüber hinaus muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass niemand außer Allah, der Erhabene, die Bezeichnung heilig verdient.